So, jetzt ist unser Marschall auch endlich da und wir tun mal hier die Trupps wieder aufstocken und auch die schaffen mal unsere Bauern, tauschen mal unsere Bauern gegen diese neuen Einheiten aus. So und so. So. Holen uns noch hier einen schönen Boni und bauen hier ein neues Gebäude. Ja, Herberge, rüsten wir mal auf. Aufrüsten ist immer gut. Ein schönes Motto. Und so. Ich würde sagen, wir müssen mal. Ne, ich habe schon. Also hier so ein bisschen hier so navigieren, das ist. Kanadien gehört nicht zu den einflussreichen Mächten in Europa. Was hier sonst noch so angezeigt wird, interessiert mich eigentlich wenig. Wenig. Wenn ich irgendwas wissen will, was mich direkt betrifft, dann steht's hier. Und wenn es mal irgendwie hier betrifft, dann sehe ich das ja auch. Was ist denn hier oben? Ah, okay. Deutschland gibt es inzwischen gar nicht mehr. Jetzt gibt es nur noch die Pfalz. An alle Hessener, ihr gehört jetzt zur Pfalz. An alle Tschechen, ihr gehört jetzt zur Pfalz. An alle Mecklenburg-Vorpommern, ihr gehört jetzt auch zur Pfalz. Sachsen, ja, naja, eigentlich liegt der Sachsen ungefähr hier. Also wir gehören jetzt quasi auch zur Pfalz und zum Reich der Deutschritter. Schön, schön. An alle Bayern. Ah, schön. An alle Bayern. Ihr gehört jetzt zur Pfalz. Auch interessant. An alle Schweizer, ihr gehört zu Österreich. Ich denke mal, das ist für die Schweizer so. Ich weiß nicht, ob das das Schlimmste ist. Ach, die sollen sich mal nicht so scheren. Da. Ebenfalls hier so ein Austausch. Uns wurde gerade der Krieg erklärt. Verlassen. Okay, wir haben uns gerade einfach mal den Krieg erklärt. So. Wieder auffüllen und. Wo ziehen wir mal hin? Ah, hier da zum Hafen. Ich würde sagen, wir. Hier gegen die Osmanen verteidigen wir erstmal, obwohl ich eigentlich gerade angreifen wollte. Bin ich jetzt eher dafür zu verteidigen. Und jo. Heute ist der 11. Kämpfen. So, also heute, na eigentlich gestern, für euch ja gestern, aber für mich heute ist der 11.11.2011. Ein, ich würde sagen, besonderes. Ach, wir haben unsere Machtposition. Ich würde schon sagen, ein besonderes Datum, weil. Naja, wann hat man sowas denn schon, dass man als, dass man wirklich den 11.11.2011 hat? Und das ist doch eigentlich schon wirklich selten. Okay, wir haben jetzt hier unsere, in Arabien haben wir jetzt unsere Admiralität. Und ja, Belagerungswerkstatt, Schmerzschmied. Mein Kornspeicher ist immer gut. So, wir können das immer noch nicht bauen. Ah, wir brauchen noch eine Kämpfen. Wir brauchen eine Färberei. Wir brauchen eine Färberei und die bauen wir uns jetzt einfach mal. Ganz dreist, wie wir sind, bauen wir eine Färberei. Und dann können wir eine Moschee bauen. Gut. In Rom. Bauen wir jetzt einfach mal die Silbermine. Das bringt schließlich Geld und wenn es Geld bringt, dann bringt das bestimmt auch anderen was. Und hier in Syrien habe ich eine Stallung gebaut und ich habe keine Ahnung, wieso ich hier eine Stallung gebaut habe. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, hier eine Stallung gebaut zu haben. Und wir haben anscheinend irgendeine Schlacht gewonnen. Ich laber hier. Ich glaube, ich laber zu viel, wenn ich baue. Ja, bauen wir mal noch Speermacher. Ich hoffe mal, ich weiß ja, was ich tue. Ich hoffe es einfach mal. So, hier bauen wir mal einen
Steuern eintreibe, weil hierfür habe ich was anderes geplant. So, so, schon mal. Da, hier müssen wir hin. Uns wurde gerade auch noch von Byzanz den Krieg erklärt. Das war doch gar nicht. Das war gar nicht so gemeint. Annehmen lassen ist der. Haben die sich jetzt gegen mich verschworen? Ich glaube langsam dran. Okay, gut. Da. Können wir mal in die Stadt zurück? Wir haben schon wieder hier ein paar Truppen verloren. Oh, meine Bäckerei. Noch mehr, noch größeres Nahrungslager. Ah, und so mein, unser Marschall ist jetzt da. Und die haben keine wirklichen Leute. Das heißt, wir greifen sie einfach mal an. Die haben uns den Krieg erklärt, also greifen wir sie an. Quasi aus Vergeltung. Widin wurde vollständig von den Walachen ausgelöscht. Aber hier, ja, greift an. Die können sowieso nicht viel machen. Die haben mir den Krieg erklärt, ohne genau zu wissen, worauf sie sich einlassen. Da kann ich nicht mehr viel für sie tun. Byzanz hat mir auch den Krieg erklärt. Haben die denn alle was gegen mich? Nehmen wir mal hier mal die königlichen Einheiten. Und greifen mal hier die Feinde an. Wenigstens fallen die Byzantiner nicht bei mir ein. Das wäre ja noch schöner. Oh, ist Venedig etwa mit Österreich im Krieg? Ja, Venedig ist mit Genua und Dobrudscha verbündet. Ich würde mal sagen, Dobrudscha ist recht angesehen hier, oder? Kämpfen. Ja, okay. Oh, ja, ich hab. Wo steht's denn? Georgien wurde vollständig von den Ilkaniden ausgelöscht. Handelsware. Ja, jetzt haben wir Farbstoffe und jetzt brauchen wir mit Novat, bis wir 10.000 haben. Wir können ja denen ja hier mal ein Lösegeldangebot. Schade. Ansonsten hätten wir es nämlich gleich bauen können. Die Moschee. Oh, die Boni sind übelst geil. Plus 2 Frommheit in der Stadt, plus 3 Gold, plus 3 Frommheit in den Klöstern, plus 10 Zufriedenheit in der Provinz, plus 20 Verteidigungsbonus bei Belagerung. Kümmern uns. Sieg. Das Zarenreich von Serbien ist aus seiner Asche wieder auferstanden. Ja, wenn man ganz hier, wenn man. Wenn man so manche Dinge macht, dann entsteht auch so eine. Wenn ein Reich instabil wird oder auch durch. Durch Rebellen können Reiche. Hier können Reiche aus ihrer Asche wieder auferstehen. Also sie können quasi wieder neu rauskommen. Ah, hier stand gerade. Ilkanidien ist eine einflussreiche Macht in Europa. Ja, wir sind es wieder. Nur ganz cool, wir sind jetzt sogar die sechstmächtig. Die sechs mächtigste Nation. Nein, und wir sind. Damit meine ich nicht, dass wir sechsmächtig sind. Aber na egal. So, ich müsste. Ich habe langsam das Gefühl, ich bräuchte noch einen Marschall. Aber der kostet ja auch wieder Geld, so eine Armee zu unterhalten. Ich brauche ja jetzt schon hier ziemlich viel Geld.
Wieso habe ich nur mein Skype nicht ausgeschaltet? Ja, wartet mal kurz, ich halte mal mein Skype. So, jetzt bin ich wieder da. Und, ja, mächtigste Königreiche. So, ja, ich habe mein Skype jetzt nicht ausgeschaltet, ich habe es jetzt nur auf beschäftigt gemacht, aber ist ja eigentlich egal. Die plündern mich hier und. Was habe ich in Kurdistan? Kann ich in Kurdistan irgendwelche Einheiten? Ich kann ja Axtkämpfer bauen. Schön. Okay, gut, dann tun wir mal einen Ritter berufen. Einen Marschall in Kurdistan. Den nehmen wir hier und da können wir gleich mal hier ein paar Axtkämpfer bauen. So, jetzt haben wir hier eine Armee von Axtkämpfern und greifen damit den feindlichen Marschall an. Wir müssten ja theoretisch zumindest stärker sein als die anderen. Ich lasse den jetzt einfach mal da, wo er ist, um dort dieses Gebiet eben sicher zu halten. Wir sind jetzt quasi hier theoretisch mit Österreich auf einer Seite. Also ob ich jetzt mit Österreich auf einer Seite sein will, ist eine Sache, aber. Wir haben zumindest hier mal einen gemeinsamen Feind. Toll, im Prinzip ist die restlich, ist Rest Kleinasien. Alles von Kleinasien, was nicht wir haben, ist gegen uns. Auch schöne. Der will meine Stadt angreifen. Der will tatsächlich meine Stadt angreifen. Wie kann man nur so blöd sein? Wenn ich jetzt nicht ständig hier von denen bedrängt wäre, dann würde ich. Was würde ich dann? Dann würde ich mal wieder ein bisschen bauen. Was? Was? Der hat auch ein Lehen. Der hat anscheinend auch ein paar. Der hat anscheinend auch Besuch von ein paar Söldnern. Machen wir das mal weg und kämpfen und machen wir das mal hier noch zwei Speerkämpfer. Das ist jetzt gar nicht gut. Da wünscht man sich gleich mal ein bisschen Frieden. Na toll. Aber ich habe ja auch Spezialeinheiten. So, es wird Zeit mal wieder ein bisschen zu bauen. Ahahaha. Provinzübersicht, ja. Wieso habe ich jetzt ewig danach gesucht? Versteht man auch nicht. Bau mal einen Markt. Ein Markt ist immer gut. Hier ist ein guter Markt. Genau, und bauen wir hier auch einen Markt. Wir sind jetzt ganz marktversessen. Und wir haben wieder mal einen einkassiert. Ich würde sagen, hier bauen wir mal einen Grundspeicher. In Jordanien. Haben wir genügend? Nein, wir hatten gerade, aber jetzt haben wir nicht mehr. So, wo? Der hat gerade gewonnen. Der kehrt mal zurück in seine Stadt. Ach, gab es hier nicht auch irgendwie Tag und Nacht? Lösegeldangebot. Ja, ich nehme es an. Um endlich meine Moschee bauen zu können. Weil das dauert nämlich auch. Da brauchen wir 3000. Kann man ja mal kurz ausrechnen. 3000 durch 2 sind 3000 durch 2, das heißt 200 Runden wird das jetzt brauchen, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Ich gehe einfach mal davon aus, dass ich mich nicht verrechnet habe. Ja, das müssten das nächste sind 3%. Nächste Runde. Ja, okay, gut. Ich gehe mal davon aus, dass ich mich nicht verrechnet habe. Ich hoffe es einfach mal. So, das haben wir auch und wieder ein paar neue Wüstenspeerkämpfer. Die haben aber auch einen Verschleiß. Die Wüstenspeerkämpfer. Und die hier unten sind ja auch mit Lehensrittern. Okay, wie mache ich das jetzt? Die könnten wir auch mal reparieren. Hier auffüllen und.
gucken. Ah, diese Provinz hat aber wirklich viele Gebäude. Das erste Gebäude, was man baut, ist eine Stadtwache. Kein Wunder. Aber warum haben die mir dann den Krieg erklärt? Auch recht sinnlos. Die haben mir den Krieg erklärt, obwohl sie eindeutig unterlegen waren. Da sieht man wieder mal, wie teilweise dämlich die KI ist. Also sie ist dann schon, wenn Kriege führen und so, hat sie einen anderen Stil wie ich, aber teilweise schon recht effizient. Man sieht auch, wie sie sich hier gegen, wie die teilweise zu recht großen Reichen werden, die allerdings auch wieder von alleine zerfallen. Das muss man auch sehen. Dass diese Reiche nicht zwangsläufig für die Ewigkeit gebaut sind, die von den KI, sondern eher so für eine gewisse Zeit. So, schicken wir die mal aus. Das ist nicht gut. Okay, gut. Die nehmen wir da mit. Dann warten wir kurz. Ah, okay. Okay, und wie die epischen Schlachten in Kappadokien ausgehen, das erfahrt ihr in der nächsten Folge von Let's Play Knights of Honor. Ciao.